Wir kommen zu unserer zweiten Intervention. Unser nächster Gast ist Redakteur, Videoproducer und er betreibt einen YouTube-Kanal, My Destring Pictures. Und der Anspruch dieses YouTube-Kanals ist es, eine ausgewogene, neutrale Politikberichterstattung zu bieten, die ein junges Publikum anspricht und dabei Respekt und Anstand auch in der Community pflegt. Herzlich willkommen, Marvin Neumann. Ja, erstmal schönen guten Abend und Dankeschön für die schöne Einführung. Ich finde das sehr spannend, weil viele Punkte aufgegriffen wurden bereits, die jetzt sozusagen nochmal auf mich zurückfallen, auf jemanden, der das alleine macht, ohne Redaktion im Hintergrund sozusagen. Ich habe ja einen kleinen Pointer, genau. Die Überschrift, die ich mir genommen habe, wie YouTuber mit Hass umgehen und wie die Mehrheit zur Minderheit wird, beziehungsweise andersrum, wie eine Minderheit zur Mehrheit wird. Und bevor ich theoretisch ein bisschen einsteige und die Theorie, die wir gehört haben, ins Praktische umsetze, würde ich erstmal alle hier um Handzeichen bitten und wenn die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen, einfach mal die Hand heben. Ich bin online unterwegs auf sozialen Medien. Ja, das sind schon mal sehr viele. Gerade wenn es um politische Themen geht, lese ich mir auch Kommentare durch. Immer noch recht viele, aber ein paar weniger. Gerade wenn es um politische Themen geht, kommentiere ich auch sehr gerne mit und habe da Freude dran. Es wurde weniger, aber für die, die noch mit dabei sind, Hut ab. Mache ich auch nicht immer. Ganz kurz nochmal zu mir. Es wurde schon gesagt, ich selbst bin YouTuber, Moderator, Redakteur, Produzent, also ein Allrounder online, wenn man so möchte, der alles online selbst macht. Übrigens, meinen Kanal habe ich vor kurzem umbenannt, weil der Name, wie wir gehört haben, völlig unaussprechlich ist. Ist jetzt nur noch nach mir benannt. Und bei mir geht es um politische Themen. Genauso respektvoll, neutral, objektiv wie nur möglich. Natürlich ist es nicht immer machbar, aber ich möchte es zumindest versuchen. Und auf meinem Kanal geht es ja um die Regierung, um die AfD, um Migration, alles, was man sich so vorstellen kann. So sieht das dann beispielsweise auch aus, wenn ich über Wahlprogramme spreche. Ja, also wie ist eigentlich das AfD-Wahlprogramm, Europa-Wahlprogramm neutral erklärt? Das bedeutet natürlich auch, dass viele AfDler vielleicht auch feiern. Das bedeutet auch, dass die Grünen einen feiern, die Linken einen feiern. Also ich habe in meiner Community sehr viele Menschen, die von allen Seiten im Prinzip kommen. Was es extrem schwierig macht, einen respektvollen Diskurs zu erschaffen. Aber das bedeutet auch, ich habe halt eben von rechts und links oder von einfach unter unheimlich vielen Seiten eben Menschen in meiner Community, die kommentieren. Und deswegen erfahre ich auch viel Hass. Meistens, muss man dazu sagen, dann doch eher von rechts. Wir haben es übrigens am Anfang, als ich reingekommen bin, habe ich genau diesen Kommentar, der wurde hier abgespielt. Und genau den habe ich auch bekommen, vor einiger Zeit schon. Ich schneide dir deine Zunge ab, wenn du nochmal über Thema XY sprichst. Das war ein Kommentar, der auch häufig geliked wurde. Oder ich habe auch mal eine Mail bekommen, in dem ein Herr Markupitz-Dahmer, wer auch immer das sein mag, vielleicht ist das wirklich, vielleicht gibt es ihn, vielleicht auch nicht, ihr versucht uns zu manipulieren, aber das schafft ihr nicht, wir ficken euch dermaßen. Ich poliere dir dermaßen die Fresse, dass du nicht mal im Rollstuhl glücklich wirst. Von ihm habe ich übrigens zwei Mails bekommen. Das war die zweite, ein paar Minuten später, wahrscheinlich hat ihm seine erste Mail nicht ausgereicht. Bei der Mail dachte ich mir zum ersten Mal, soll ich deswegen zur Polizei rennen? Soll ich vielleicht Anzeige erstatten? Ich habe es am Ende nicht gemacht, vielleicht mache ich es noch. Ist schon ein bisschen her, März 2019. Für mich persönlich ist es so eine Art von Abschottung. Wir haben es heute auch oft schon gehört. Man ist irgendwann einfach so weit, dass man sagt, schon wieder jemand, der mich umbringen will, schon wieder jemand, der mir Gewalt androht, so hart das aber auch klingt, irgendwann ist man abgeschottet. Und ich glaube, die Kollegin wird das bestätigen können. Ich will fast nicht sagen, das ist normales Berufsrisiko, aber ich muss mich darauf einstellen, wenn ich mich mit politischen Themen, vor allem online, als Journalist, als YouTuber auseinandersetze. Ist trotzdem nicht schön und ist trotzdem nicht das, was man natürlich am Ende haben will. Vor allem erfahre ich diese Sachen leider immer dann, wenn ich über solche Themen spreche oder über diese Partei spreche oder eben über genau das Entgegengesetzte, was wir heute Abend ja auch schon gehört haben, nämlich die AfD.
Ich habe in meiner Community, und das finde ich übrigens sehr spannend, auch sehr viele, die die AfD wählen und die mich auch mögen in gewisser Art und Weise, weil ich beide Seiten oft beleuchte. Ich habe auch viele von der linken Seite. Und viele von der AfD, die begrüßen das. Die begrüßen auch, dass es jemanden gibt, der auch mal sagt, okay, was die Grünen machen, ist vielleicht auch nicht so korrekt, aber auch andersrum. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwo Projektionsfläche als derjenige, der eben alles abbekommt. Ich bin derjenige, der es irgendwie aushalten muss, solche Kommentare zu erfahren. Und solche Kommentare wie dieser hier, die sind zwar nicht schön, aber sie bleiben trotzdem irgendwo in meiner Erinnerung und ich zeige Ihnen heute Abend diesen Kommentar auch, weil er mir so in Erinnerung geblieben ist. Wir haben es gerade eben schon gehört, der Diskurs wird online von den Rechten dominiert. Es gab und gibt dazu verschiedene Studien, diese hier von Mai 2019. Und das kann ich nur bestätigen. Viele junge Menschen unter euch, ist das vielleicht ein Begriff, sind diese rechten Netzwerke online ein Begriff, die sich eben formen, die aus einer Minderheit eine Mehrheit machen. Was bedeutet das auf YouTube? Wenn ich beispielsweise ein Video hochlade, und das habe ich schon mal gemacht, über das Thema deutschen Rassismus oder warum es keinen Rassismus gegen Deutsche gibt. Das Video wurde in den ersten 24 Stunden ganz normal aufgerufen. Das war also meine Community, die hat das kritisiert, sie hat es gemocht, vielleicht auch nicht. Nach den ersten 24 Stunden war das vorbei. Und am zweiten Tag auf einmal um Punkt 13 Uhr schossen die Aufrufe in die Höhe. Für ungefähr so 2 Stunden wurde mein Video geliked, gedisliked, mehr gedisliked als geliked. Und die Kommentare wurden geflutet voller blauen Emoji-Herzen. Die halten sich nicht so zurück mit Emojis. Und mit tausenden Kommentaren, die ungefähr den gleichen Duktus hatten, die sich ähnlich, ja, die ähnlich sich gelesen haben. Damals war mir das noch nicht so ganz bewusst, woher das kommt oder warum das auf einmal geschieht, weil 2 Stunden später war das Ganze schon wieder vorbei und mein Video war geflutet von Dislikes und von Negativität. Es gibt aber online eben rechte Netzwerke, es gibt Verschwörungstheoretiker, Oliver Janich, vielleicht ist dem einen oder anderen dieser Herr ein Begriff, die sich ihre eigenen Communities aufbauen, meistens aus dem rechten Spektrum, und Server, Discord-Server schaffen. Das ist eine Plattform, wo man sich eben, wo man seine eigenen Gruppen finden kann. Ich will nicht sagen, wie ähnlich wie bei Facebook, aber stellen Sie sich das vor wie eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo Leute reinkommen und ein Oliver Janich in dem Fall sagt, hey, schau dir das Video mal an und kommentiert mal da eure Meinung hin, ja, eure Haltung hin, eure Kommentare hin, damit wir es hinbekommen, dass dieses Video unfassbar negativ bewertet wird, damit wir den Diskurs bestimmen können. Und das sind gar nicht so viele Leute, das ist eigentlich eine Minderheit. Aber sie schaffen es, indem sie solche Videos dann kommentieren, zur Mehrheit zu werden, zumindest zur ja, offensichtlichen oder zur visuellen Mehrheit zu werden. Denn was passiert ist, dass sie nämlich auch ihre eigenen Kommentare bewerten und hochpushen. Auf YouTube ist das der Fall, man kann Kommentare bewerten und je besser ein Kommentar bewertet ist, desto weiter nach oben rutscht dieser Kommentar. Und desto weiter oder desto offensichtlicher ist dieser Kommentar eben auch für jeden anderen Nutzer, der eben auf dieses Video geht. Und so wird eben eine Minderheit, auf YouTube vor allem, zur Mehrheit. Wir haben die Zahl gerade eben schon gehört, du hast sie mir vorweggenommen. 77% von Hate Speech oder Hassrede oder Beleidigung sind dem rechten Spektrum zuzuordnen, laut dem Bundeskriminalamt. Es ist dann auch nicht sonderlich verwunderlich übrigens, dass eben die meisten Beleidigungen eben auch von denen kommen. Jetzt ist nur die Frage, wie setze ich mich eben als Creator gegen solche rechte Hetze ein oder vor allem, wie schaffe ich es, auf meinem Kanal trotzdem Respekt ja, hinzubekommen und zu erschaffen. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn mein Video mal geflutet wird von so einer rechten Welle oder von so einer Welle voller Kommentare, dann kann ich da ehrlich gesagt nicht mehr viel machen, da ist der Kampf verloren. Das sieht dann ungefähr so aus. Und das fällt dann auch nicht mehr unter konstruktive Kritik übrigens, das ist dann einfach eine Flut von Negativität. Erstens, ich glaube, das ist super offensichtlich, aber trotzdem wichtig. Ich bin der Meinung, auch viele sagen übrigens, dass Twitter ein Hort von Negativität ist. Das ist er sicherlich. Aber ich finde, es ist eine Art und Weise, wie ich auch Leute anspreche. Das hatten wir heute ganz oft schon gehört. Wie ich
meine Worte wähle und wie ich über die AfD spreche, wie ich über die Grünen, die Linken und so weiter spreche. Denn meine Community, die inzwischen auch sehr stark an mich gebunden ist, sieht mich als Vorbild an, auch wenn ich das manchmal gar nicht so will, aber das ist so. Meine Community übernimmt meine Worte und argumentiert dann mit diesen Worten und diskutiert mit diesen Worten in den Kommentarspalten unter meinem Video. Zweitens, das hatten wir auch schon oft gehört, Netiquetten. Oder generell mal festsetzen, was ist auf meinem Kanal okay und was ist nicht okay. Was aber daraus resultiert, und das finde ich noch viel spannender, sind ungeschriebene Netiquetten. Also, wenn man eine eigene Community aufbaut und sagt, hey, hier wird mit Respekt diskutiert, Beleidigungen gehen überhaupt nicht. Wer einmal beleidigt, der bekommt eine Mahnung und wird danach aber geblockt und kann nicht mehr kommentieren. Wenn man das immer wieder kommuniziert und immer wieder in seinen Videos sagt und immer wieder sich wiederholt, auch wenn es einem aus dem Hals hinaushängt, dann überträgt sich das irgendwann auch auf die Community selbst. Und sie reguliert sich dann in gewisser Weise auch selbst. Ich habe das schon oft erlebt, dass ja, ein Kommentator einen beleidigenden Kommentar verfasst hat oder generell irgendwas gesagt hat, was so gar nicht ging. Und auf einmal Leute aus meiner Community hingegangen sind und gesagt haben, nee, pass mal auf, so geht das hier nicht. So diskutieren wir hier nicht. Das ist nicht die Plattform, die wir hier haben wollen. Das ist ein langwieriger Prozess, der kommt auch nicht von heute auf morgen. Und ich finde auch das Beispiel von beispielsweise Regierungskanälen ganz spannend, wo man auch Netiquetten hat oder auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die es aber irgendwie nicht schaffen, genau das umzusetzen, was sie auch eben in der Netiquette stehen haben. Und ich glaube, das kann nur dann gelingen, wenn man sich wirklich auch eine Community aufbaut, die auch wirklich dahinter steht, oder man löscht eben auch selbst Kommentare. Eben auch ganz klare Regeln aufsetzen und auch sagen, das ist das, was ich gerade eben meinte, was auch ganz oft schon gesagt wurde. Wenn dies und jenes, wenn dieses Wort fällt oder diese Beschreibung fällt, wirst du gelöscht. Ganz wichtig. Was ich auch gemacht habe, und das können sich Häuser wie die Zeit leisten, das können sich Redaktionen leisten, aber das können sich meistens keine kleinen YouTuber leisten, die das von zu Hause aus machen, die aber trotzdem unfassbar viele Menschen erreichen, ist eine Moderation von Kommentaren. Wer beispielsweise mal einen Kanal starten will oder eine Facebook-Seite hat oder sonstiges, aber kein Backing hat und kein Haus hinter sich stehen hat, der sucht sich Leute aus der Community. Der guckt, okay, wie hat dieser eine Nutzer aus der Community in der Vergangenheit kommentiert? Wie hat der sich verhalten? Ist das vielleicht ein Mitglied, was ich sozusagen hervorheben kann als Moderator? Ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe einen gefunden, der sich jetzt freie Haus in meine Kommentare setzt und auch da Diskussionen durchguckt und Kommentare meldet und auch eben sagt, wenn da was nicht okay ist und mir den Kommentar weitergibt. Das können Häuser wie die Zeit sich relativ einfach leisten, ich leider nicht. Und Kommentarsektionen umstellen. Es gibt, ich habe ja gerade eben erwähnt, dass eben Kommentarsektionen geflutet werden von diesen Menschen, von den Verschwörungstheoretikern oder von dieser rechten Community und dass sie sich gegenseitig hochpushen. Dagegen kann man nicht viel machen. Aber was man machen kann, zumindest auf YouTube, ist die Kommentarsektion umstellen. Das heißt, einstellen, dass nur noch die neuesten Kommentare oben stehen und nicht mehr die bestbewertetsten. So kann man zumindest garantieren, dass der Diskurs nicht komplett verschoben wird und dass eben die Kommentare, die am scheinbar bestbewertetsten sind, ganz oben stehen. Ist eine kleine Umstellung, hat aber in meinem Fall schon viel bewirkt. Und mir ist es auch ein ganz großes Anliegen, dass ich sage, dass ich eben nicht derjenige bin, den eben diese Hasskommentare am schlimmsten treffen, weil ich kann das irgendwo ab und ich muss es abkönnen. Es ist nicht schön, so Sachen zu hören, aber es ist für mich inzwischen Alltag geworden. Für mich ist es viel wichtiger, die Leute zu schützen, die in meinen Kommentaren sind. Das sind vor allem junge Leute, das sind Leute, die vor allem zwischen 15 und Ende 20 sind. Das sind Leute, die eben nicht diesen Hass jeden Tag abbekommen. Das sind Leute, die den ab und an mal sehen. Und ich finde, die gehört es zu schützen. Die Anständigen, die anständig kommentieren. Und genau da sollten wir uns Taktiken überlegen. Es sind nicht die Journalisten, die auch geschützt werden sollen, wenn es schlimm wird. Aber die können das ab, ich kann das ab. Aber Leute wie Sie, wir haben das gerade eben am Anfang gesehen, dass nur noch sehr wenige wirklich mitkommentieren und auch weniger Leute mitlesen, die gilt es zu schützen. Die Anständigen, also Sie. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.